Nun sind die 14 Tage rum. Ich hatte in dieser Schüssel 300 Gramm Roggenmehl und 100 Gramm Weizenmehl. Dazu hatte ich in diesem Messbecher insgesamt 250 Milliliter Wasser. Und das habe ich dann in den 14 Tagen immer dort untergemischt. Bisschen angefüttert, wieder ein bisschen Wasser zu. Das macht man einfach so nach Gefühl. Wichtig ist noch, ihr wisst dann, dass der Sauerteig fertig ist. Wenn ihr ihn durchrührt, und es sind nicht nur Oberbläsle, sondern im Teig, das ist ganz wichtig. Ich habe es einmal nicht abwarten können und dann war nicht so ganz toll. Ergebnis ist dann, das Brot war nicht arg hoch. Ihr seht, er ist durchsetzt mit Duftblasen. Als nächstes werde ich das Ganze jetzt weiter verarbeiten. Im Übrigen habe ich jetzt gewogen, ich bin jetzt etwa bei 600 Gramm Sauerteig, also Sauerteigansatz genauer gesagt. Nun haben wir hier unseren Sauerteig, das sind etwa die 600 Gramm. Hier hinten habe ich abgewogen nochmal 300 Gramm Roggenmehl und 100 Gramm Weizenmehl. Dann Brotgewürz, ich nehme einfach so 2 Teelöffel voll. Dann auch etwa 2 bis 2,5 Teelöffel Salz und 300 Milliliter Wasser. Das Ganze werde ich jetzt in eine Schüssel geben und verknete. Dieses Mal rühre ich in einer älteren Rührmaschine. Wie gesagt, erstmal das Mehl. Dann gebe ich gleich das Salz hinzu, die Gewürzmischung, also Brotgewürz, und jetzt erstmal die Hälfte vom Wasser. Und das rühre ich jetzt mal. Ihr seht, sie rührt kräftig. Jetzt gebe ich das rechte Wasser hinzu. Und jetzt mache ich sie erst aus und gebe den Sauerteig hinzu. Und jetzt geht's weiter. Da ich jetzt merke, dass der Teig etwas dünnflüssig ist, gebe ich noch einmal 50 Gramm Mehl hinzu. Also ich weiß, dass die Küchenmaschine etwas schwach dafür ist. Ich spare auch mal auf eine Stärke. Wenn ihr schon Erfahrung mit habt, welche was taugt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. So sieht der Teig nun aus. Den werde ich jetzt noch ein bisschen kneten, in Form bringen. Und dann darf er circa eine Nacht im Kühlschrank verbringen. Dabei fermentiert er noch etwas, bekommt noch ein Geschmacksaroma und wird am nächsten Tag dann erst
noch einmal ausgewalkt, nochmal ziemlich lange Zeit gehen gelassen und dann erst gebacken. So, hier nochmal zur Dokumentation. Ich habe ihn jetzt ein bisschen zusammen gemacht auf einen Klumpen. Nun sind 19 Stunden vergangen. Und er sieht so aus. Jetzt kommt das Ganze dann auf die bemehlte Unterlage. Wird nochmal kurz ausgeknetet. Jetzt wandert er ans Körble und da muss er etwas länger gehen. Wahrscheinlich so 2-4 Stunden. Und dann wandert er erst in die Backröhre. So, wie ihr seht, er ist im Körbe drin. Ich werde das Ganze jetzt in der Folie einpacken, da er mindestens 4-5 Stunden gehen muss, bis er ausgepackt wird. Und so sieht es jetzt mit der Folie aus. Also, dann warten wir mal. Nun sind die 5 Stunden rum. Ich habe jetzt eben den Backofen eingeschaltet. Ihr seht deutlich, wie der Teig gegangen ist. Jetzt braucht der Backofen ca. 3/4 Stunden, bis er warm ist. Und dann geht's weiter. Nun läuft der Backofen eine 3/4 Stunde. Soweit ist jetzt der Teig gediehen. Jetzt wird noch ein bisschen Mehl drauf. Und jetzt holen wir den Topf aus dem Ofen. So, was ist hinein? Mit dem Brot. Den wieder schütteln. Ich schneide es noch dreimal ein. Ganz leicht. Ja. Und Deckel drauf. Nun jetzt eine halbe Stunde bei 32 Grad in den Ofen.
so rein in die Rille. Jetzt sind 15 weitere Nudeln rum. Und ihr könnt schon erahnen, sieht echt lecker aus. Das Rezept schreibe ich wie immer unten in die Kommentare rein. Jetzt darf das Brot noch auskühlen. Ich lege das nachher auf ein Gitterrost. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß, wenn ihr sowas mal nachmachen wollt. Wie ihr gesehen habt, es geht auch ohne Hefe. Im Outdoor-Bereich hat man keine Hefe dabei. Wenn man Glück hat, hat man Mehl dabei, Salz dabei, vielleicht auch ein bisschen Gewürze noch. Und somit kann man auch mit den wenigen Mitteln sich ein Brot backen. Man muss natürlich dann auch die Zeit dafür haben, um den Sauerteig anzusetzen. Das soll es gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da oder abonniert uns noch am besten. Dann könnt ihr auch keine Videos von uns mehr verpassen. Ganz wichtig, die Glocke zu betätigen, was YouTube seit neuestem eingeführt hat. Ja. Ich wünsche euch viel Spaß, geht raus, vor allem jetzt im Frühling. Lasst es euch gut gehen, ich lasse mir es auch gut gehen. Ich werde mir jetzt eine Wurst noch holen und dann geht's ans Essen. Also bis dann, euer Guinea Friends Team.